Was war? Einmal ist er mitgefahren, da lag, war er halb tot, so vom Gesundheitszustand her. Also wirklich. Der war noch schlimmer beieinander als ich die Woche nach dem einen SMV-Skitag. Da saß er halt auch nur die ganze Zeit im Bus und hat quasi den Tag koordiniert. Dann bei einem anderen hat er sich verletzt. Bei einem anderen hat er sich auch verletzt. Jedenfalls bei jedem SMV-Skitag, den er überhaupt erst, also durch ihn wurde das überhaupt erst ins Leben gerufen und er konnte keinem normal verbringen. Also entweder hat er sich verletzt oder er war von Haus aus so krank, dass er gar nicht fahren konnte. Das war, also, das war phänomenal. Das war so krass, also so viel Pech muss man halt auch erstmal haben. Aber vielleicht ist es auch nicht unbedingt Pech, aber ja gut, Glück ist es auch nicht, ne? Es war jedenfalls immer ein sehr, sehr amüsant. Im Nachhinein betrachtet. Dass es nie bei ihm mal so ein Vortrag hingehauen hat. Einmal normal dabei zu sein. Es war immer speziell. Und ja, gut. Also was heißt gut, war eigentlich ziemlich traurig und tragisch, aber gut. Es passiert halt. Und ja, also wie gesagt, ich rate dringend davon ab, wenn man nicht gesund ist, irgendeine Art von halbwegs Leistungssport zu machen. Es ist eine saublöde Idee. Ja, und wenn man jetzt im Nachhinein drüber nachdenkt, dann muss ich so, was habe ich eigentlich für dummes Zeug gemacht? In meiner Jugend. Na gut, aber es gab auch noch Leute, die haben wesentlich dümmeres Zeug gemacht, aber das war jetzt hier einfach mal nicht, weil ja, das ist besser, wenn das nicht jeder weiß, sag ich mal so. Das sind Dinge, die interessieren wahrscheinlich auch keinen. Aber nee, lassen wir es einfach. Lassen wir es gut sein. Es sind jedenfalls Dinge passiert, die in erster Linie für Außenstehende, die damit, die quasi nur Beobachter waren, zum Kaputtlachen waren. Aber ich kann mich relativ gut in die Person, der das besitzt, hineinversetzen und es wird ihr ziemlich peinlich gewesen sein, im Nachhinein betrachtet. Und war eine sehr dumme Idee. Ich werde sich noch denken, warum hat er das immer noch getan? Warum wird sich wahrscheinlich immer noch so denken, warum hat er das eigentlich damals gemacht? Vor allem, wenn relativ viele Leute dabei waren, die als ziemlich große Buschtrommeln bekannt sind. War lustig. Haha, wir haben alle gelacht. Außer der Betroffene selber. Der fand es jetzt nicht so witzig. Also das gleiche wie wenn es um Mobbing geht, ne? Ich meine, nur einer von 10 findet Mobbing scheiße. Es ist halt einerseits ein sehr blöder Spruch, andererseits steckt da halt leider auch irgendwie ziemlich viel Wahrheit dahinter. Weil, ja, die mobben, sagen ja, ich bin total gegen Mobbing. Weil sie nicht merken, dass das, was sie machen, Mobbing ist. Oder vielleicht wissen sie es auch, aber sie wollen es nicht wahrhaben. Oder sagen, ach, das ist doch alles nur Spaß. Ja, sagt das mal demjenigen, den ihr ärgert. Der findet das dann nicht mehr so witzig, ne? Und ja, gut. Ich meine, ich darf darüber Witze machen. Ich gehörte selber zu dem Kreis, der gemobbt wurde. Ja, sehr traurig, aber ja, da muss. Da kann man drüber stehen. Spätestens als die mich halt als Spaß mal zur Klassensprecherwahl aufgestellt haben. Und mich dann halt auch wirklich. Ich war Dritter danach. Die haben halt gemeint, ja, sie wählen mich,
aus Spaß, ja, weil haha, wir sind ja so lustig, dass sie damit mich tatsächlich fast zum Klassensprecher gemacht hätten. Die sind anscheinend gar nicht aufgefallen. Aber ja. Seit dem Zeitpunkt haben sie es, glaube ich, gemerkt, dass es mir eigentlich relativ wurscht war. Weil es ist ja immer so, von außen denkt man ja immer so, ja, das ist ja so furchtbar. Die sind ja so schutzlos und denen setzt das ja so dermaßen zu. Ja klar, es setzt schon zu, aber man baut tatsächlich irgendwann so Schürze auf. Irgendwann denken sie, ach, leck mich doch. Ihr wollt ja nur, man merkt halt schon, dass die Leute nur sehen wollen, wie man austickt. Also so, hey, mir doch wurscht. Halt, wenn man halt tatsächlich so ein paar Kumpel hat, mit denen man auch wirklich gut zurechtkommt. Also doch scheißegal, wenn einer von deren Kumpel zu den Bauern gehört. Dann denke ich so, ja, warum? Ist doch kackegal. Und ich war dann tatsächlich auch mit einem bei den Besinnungstagen im Zimmer von denen, die eigentlich ursprünglich zu den Mobbern gehört haben. Boah. Außer einmal ein dummer Spruch kam gar nichts. Weil die Mobben sind nur in der Gemeinschaft stark. Ja, was anderes können die nicht. Die sind nur stark, wenn sie viele sind. Wenn du mit ihnen alleine im Raum bist, sind die ganz still. Das ist ganz faszinierend. Die sind wirklich ganz still. Und erst dann merkst du ja eigentlich, dass es eigentlich total egal ist, ob sie dich fertig machen oder nicht. Weil du weißt, wenn du sie so siehst, alleine sind sie total harmlos. Kannst du mit denen alles machen. Und ja, so. Wenn man das weiß, ist das auch gar nicht. Es ist gar nicht so schwer mit Mobbing umzugehen eigentlich. Ja, die meisten sagen immer so, oh mein Gott, da muss man noch einschreiten als Erwachsener. Geht eigentlich immer nach hinten los. Klingt hart, aber sobald einer von außen sagt, lass den Kack mal. Wenn es ein Mitschüler ist, zieht er sich damit ziemlich doll in die Scheiße, weil dann werden er und der das ursprüngliche Opfer gemobbt. Und wenn es ein Erwachsener sagt, dann stachelt das nur noch mehr an. Sei jetzt mal. Es gibt ja so ein tolles Wort, vielleicht sagt einem das ja was. Reiz des Verbotenen. Wenn es einem verboten wird, das zu tun, dann macht man es erst recht. Das funktioniert mit Rauchen, mit Alkohol trinken, mit Mobbing oder auch ja mit Online-Spielen. Ne? Wenn einem gesagt wird, du darfst auf keinen Fall, was weiß ich was, irgendwas online spielen, was ist das Erste, was man macht? Denken Sie so, erstmal nie gehört, erstmal suchen. Und dann fängt man an zu spielen. Und ja, das war's dann eigentlich, ne? Also, man wird erst durch das Verbot darauf aufmerksam, dass es sowas gibt und dass man das eigentlich mal ausprobieren müsste. Und wenn man halt schon, wer das soll im Gange ist, wo man dann gesagt kriegt, du darfst das nicht, dann ist allein der Nervenkitzel, dass du es trotzdem machst, obwohl es verboten ist. Ist Grund genug, dass du es weitermachst. Das ist halt auch wirklich so bei vielen Rauchern in der Schule, ja? Die rauchen nicht, weil es ihnen gut schmeckt oder weil es ihnen Spaß macht, sondern einfach nur aus reinem Nervenkitzel, weil es verboten ist, weil es halt erst ab 18 ist. Und von dem her, es ist völlig egal. Also, was man sagt oder wie man erzieht. Wenn sich jemand etwas ganz fest vornimmt, dann macht das auch. Dann sucht er sich schon Möglichkeiten. Da kann man hinreden, an was man will.
Man muss sich halt irgendwo auf Augen führen, das funktioniert nicht. Ist bei vielen so, also. Kann man auch sich Kontrollmechanismen ausdenken lassen, die wasserdicht sind wie sonst. Man bricht da immer aus, irgendwie. Ich spreche jetzt nicht unbedingt aus Erfahrung, weil ich wüsste nicht, was ich Verbotenes getan hätte. Also, wüsste ich wirklich nicht. Aus dem Grund, weil mir nichts wirklich verboten war. Und das ist schon interessant, also die Idee meiner Eltern, also beziehungsweise in erster Linie war es die Idee meiner Mom, mir so ziemlich alles, was normalen Jugendlichen verboten ist, zu erlauben, hat ganz gut, ist wirklich super aufgegangen. Also ich hätte rauchen dürfen, ich hab Alkohol trinken dürfen, ich bin nicht verdorben, wie man sieht, ja. Und im Nachhinein betrachtet war es eine ganz normale, was ganz normal. Und was ist so jetzt passiert? Ja, ich bin jetzt 19. Ich bin, obwohl sehr viele meiner guten Freunde rauchen, nicht Raucher geblieben, weil es halt nie wirklich attraktiv war. Und jetzt, ja, klar, also erstens, ja, ich hab's probiert. Zweitens, ja, ich hab auch schon Zigaretten gekauft. Aber ich muss dazu sagen, ganz offen, das wäre mir, also Rauchen ist mir persönlich viel zu blöd. Also, ich habe, glaube ich, immer noch zwei Zigaretten hier zu Hause rumliegen, irgendwo am Schreibtisch. Die sind jetzt auch zum Glück überhaupt nicht alt oder so. Wenn ich jetzt das alles richtig im Kopf habe. Super, es wird. Ich komme hoch und es wird Nacht. Dieses Spiel will mich auch verarschen. Wo war ich stehen? Ach ja, also die sind jetzt schon sehr alt. Die habe ich mir im Juni, glaube ich, gekauft. Kann das hinkommen? Ich glaube ja. Warum? Das lasse ich jetzt mal außen vor. In Klammern, mehr oder weniger Abifahrt. Ich sag jetzt mal nur so viel. Das muss reichen. Und ja, davon sind immer noch zwei über. Die ich speichere jetzt mal zwischen. Ja, die einfach nicht weggegangen sind, aber mich reizt es auch nicht. Ich hatte quasi 24/7 die Möglichkeit, aber irgendwie. Ich weiß ja auch nicht genau, woran es überhaupt scheitert, dass ich, so, dass ich. Ich kann ziemlich blöd sagen. Es ist, der Versuch, Raucher zu werden, scheiterte. Aber ich glaube, das kann man in meinem Fall tatsächlich sogar sagen. Also. Ich hatte, glaube ich, seitdem ich 15 war, immer irgendwie, warum auch immer. Über die Umstände, wie es dazu gekommen ist, will ich jetzt lieber mal nichts sagen, weil ich es schlicht und ergreifend nicht mehr wirklich weiß, wie das war. Aber ich weiß, dass ich circa seitdem ich 15 war, irgendwie, warum auch immer, Zigaretten mit mir also zu Hause hatte. Ohne dass die Absicht da war, sie zu rauchen. Einfach nur das haben war lustig. Und die Tatsache, dass man Kumpels und Freunden, die geraucht haben, das dann immer fragen konnten. Man muss dazu sagen, sie waren, was das anging, sehr gut organisiert, in Anführungszeichen.